den Assistenten Franz Bokop und Markus Büsing. Der BVB in den Heimtrikots, angeführt heute von Kapitän Lukas Piszczek. Beide Teams in der zweiten Liga Nord. Da hat man verloren, aber ganz bitter sein lassen, um da Ballkontakte zu bekommen. Sergio Gomez da kaum zu halten. Da sieht man, wie schnell er im Dribbling ist. Jetzt ist der BVB schon im 16er und angesprochener Jakob Brünn-Larsen. Der macht das 1:0. Toller Angriff da über mehrere Stationen. Eingeleitet eben durch den sich zu bewusst für einen spielstarken Akteur entschieden, der sich da mit einbringen kann, der sich ins Committee. Schnell ausgeführt. Oder haben sie kurz geschlafen? Sebastian Klaas hat da blitzschnell reagiert. Auf der Außenverteidigerposition mittlerweile zu Hause ist unserem aktuellen Trainer Lucien Favre. Also das ist schon gut, wenn manchmal der Trainer ein bisschen Weitsicht hat. Aber der nächste Angriff und er kann es eben in der Vollendung dann doch ein bisschen besser. Der Offensivspieler Jakob Brünn-Larsen. Gerade hat er noch quergelegt auf bis auch wieder Kagawa da mit ganz viel Übersicht. Ja, und dann da ist er einfach cool vor dem Tor. In der A-Jugend hat er sich auch schon mal die Torjägerkrone gesichert. Im 1 gegen 1, chippt den Ball jetzt. Oh, klasse, wieder auf Brünn-Larsen. Und der ist eiskalt wie eine Hundeschnauze. 25 Minuten und das nennt man in der Fußballfachsprache wohl einen lupenreinen Hattrick, den der Däne hier fabriziert hat. Und wieder war es ein richtig Sergio Gomez, das 1 gegen 1 und dann dieser Ball, den kannst du nicht besser spielen. Und der Abschluss ist natürlich auch allererste Sahne. Also, wir ziehen hier unseren imaginären Hut, Chapeau. Und ich kann noch mal unterstreichen, das macht wirklich richtig Spaß jetzt hier. Absolut, gerade wenn die jungen Trainingsspielchen, jetzt wieder ein toller Ball von Kagawa auf Brünn-Larsen, der da auf rechts ausgewiesen ist, der wirklich mit viel Übersicht. Und jetzt Sergio Gomez, das ist doch der Wahnsinn. Also Zauberfuß möchte man da wirklich schreien, denn das war schon wirklich sehr, sehr sehenswert. Da der Schlenz auf der Bank des BVB. Jetzt sehen wir es nochmal. Da guckt er sich aus die Ecke und sagt ihm, wo willst du ihn hinhaben? Ja, rechts oben, wunderbar. Hier nochmal schön zu sehen, wie sich der Ball dann auch da versuchen, den dann 97 links oben reinzuschweißen. Aber einfach die Idee zu haben. Und jetzt Mario Götze, schauen wir mal. Mario Götze, Chipball und der ist drüber. Aber dann den Ball auf die Kurzecke rechts oben reinzuschweißen. Also, auch raffiniert, klasse gemacht von Sergio Gomez. Ja, Mario Götze, der hat gerade den 5. Minuten, aber kaum sage ich es. Schalten sie schon wieder den Vorwärtsgang ein. Und der immer gefährliche Jakob Brünn-Larsen, immer Toprak, darf da mal ganz mit da vorne. Oh, da war er eigentlich in Position, Shinji Kagawa. Aber warum sollte man es selber machen, wenn man einen Brünn-Larsen hat? Dann sucht man den eben, der macht ihn sowieso rein. Also Brünn-Larsen, Ausgangsposition, Toprak, der lässt tropfen und dann Shinji, ja, wo fragen, was macht er denn? Aber sieht den Mario ganz stark, auch der One-Touch direkt in sehr nah dran. Kagawa schlenzt ihn herein, der kommt nicht schlecht, der ist gut sogar. Aber in der Mitte aufgepasst von Maurice. Und die kommen wieder mit diesem Luca Pfeiffer. Pfeiffer gegen Pieper, Pfeiffer mit 2F oder 3F. Aber das war sich Kevin natürlich nicht nehmen lassen, da jetzt leichte Unkonzentriertheit, ein Fehlpass da auf die Nummer 20. Aber Marvin Hitz da wirklich jetzt zum ersten Mal da richtig gefordert und zum zweiten Mal gleich hinterher. Aber ja. Brünn-Larsen und jetzt mit Dampf in der Mitte wartet Sergio schon, das Kopfballungeheuer. Ja, er bremst nochmal ab. Brünn-Larsen spielt den Ball flach auf Shinji, auf dem linken Fuß hat er ihn liegen. Ja, das ist nicht sein Starker. Weiß auch selber, schmunzelt da, holt eine Ecke. Was gebessert hat. Da sehen wir ihn, er muss erst noch sein Trikot suchen, auch er da vollstens tätowiert. Und da haben wir Paco Alcácer da, der da nur Zentimeter an seinem ersten Treffer vorbei. Immer wieder eben für die kreativen Momente sorgt, jetzt da toller Spielzug. Und jetzt haben wir Alcácer, der da zurückgepfiffen wird. Das ist schade, 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 denn da war er wirklich in Position gelaufen, in die Tiefe gestartet, auf engstem Raum da die Kombination zwischen, da schüttelt er auch den Kopf, ja, da sehen wir es jetzt gleich nochmal. Modahut, dann Kagawa mit ein bisschen Glück lässt er tropfen und er startet da im richtigen Moment durch. Ich glaube noch nicht mal, dass das Abseits
Weiterhin der Spielstand 5:0 für Schwarz-Gelb durch die Tore in der ersten Halbzeit. Jetzt startet Milli, bekommt den Ball, kein Abseits. Maximilian Philipp, klasse gemacht! 6:0, da haben wir es, 78. Auch da, das müssen wir wirklich sagen, hier der Torabschluss heute sehenswert. Wunderbare Quote vor dem Tor. Sehr zur Freude der mitgereisten Schwarz-Gelben hier an die Bremer Brücke. Maximilian Philipp mit dem 1:0 in dieser zweiten Halbzeit quasi. Die Anzeigetafel sagt es jetzt. Osnabrück 0, Dortmund 6. Und so ist es gefallen. Mario Götze auf den gestarteten Maximilian Philipp. Und dann zack. Einmal kurz drüber gelupft auf den heraus. Mario Götze da und dann Milli mit ganz viel Technik, mit ganz viel Auge da beim Abschluss zum 6:0. Aber jetzt Osnabrück da mit der Gelegenheit. Und da weiß Marvin Hitz für ein paar Millisekunden. Da muss er selbst, muss Alvarez, der da mehrfach auf sich aufmerksam macht, sieht da sein Mitspieler, spielt ihm allerdings leicht in den Rücken. Aber der weiß da durchaus trotzdem was damit anzufangen. Die Nummer 23, auch ein erfahrener Mann, David Blacher, der da den Querbalken küsst, möchte ich mal sagen. Hier nicht ganz optimal das Abspiel, aber da macht er wirklich das absolut Beste draus. Und ich weiß gar nicht. Zusammenspiel da. Jetzt könnte es noch mal was geben. Maximilian Philipp. Ah, da ist der Fuß draußen. Nochmal 10 Applaus für Lauret. In dieser Sekunde ertönt der Abpfiff von Frank Willenburg. Also 6:0. Lucien Favre kann sicherlich zufrieden sein mit diesem Testspiel. Am Ende, wie gesagt, heißt es also 6:0. Abklatschen mit Sebastian Kehl und mit Lucien Favre. Ich schaue noch mal runter. Noch kann ich keine.